Ich glaube, das ist dann auch Wurst. Zumal es halt Sachen sind, die im Hintergrund dann einfach laufen. Weil ich habe zum Beispiel hier jetzt gerade 4 Zeitungen CT ungelesen. Haben sich jetzt aufgestaut. Und die müsste ich halt mal weglesen, wobei ich die teilweise einfach mit auf Arbeit dann schon nehme und die in der Frühstückspause lese. Ich weiß nicht, ob das legal wäre, die während der Arbeitszeit zu lesen, weil es ist ja im Grunde genommen Weiterbildung, wenn man das so will. So, ich glaube, die Strecke von dem ist so lang dort runter, da braucht er keine Wartezeit. Aber wir gucken mal. So. Schon wieder leer dort das Ganze. So, kommen es ja schon mal Züge an. Nee, ne, die warten wahrscheinlich alle noch. Oh, hier muss einer schon unterwegs sein von den beiden. Ja. So, was brauche ich? Nahrungsmittel. Ich kann ja erstmal hier ein Schiff hinstellen, was hier Nahrungsmittel transportiert. Das wäre geil, aber wenn das nicht so langsam... Ach so, 55 auf dem Meer. Na gut, das hat eine relativ lange Strecke. Relativ lange Strecke auf dem Fluss, ne? Das ist wahrscheinlich nicht so der Knaller. Wahrscheinlich müssen wir doch erstmal mit etwas Kleinerem anfangen. Gut, der Marssteinfrachter, der hat halt beides, ne? Der kann auf beidem schnell fahren. Na gut, fahr erstmal raus einfach, dass du dort, dass wenn der Zug dann kommt, dass er dann schon mal was geladen hat. Derweil baue ich hier mal den Kanal fertig. Ne, warte mal. Landtags in die falsche Richtung. Ich will doch einfach hier rumbauen. So, hier müsste ich jetzt eigentlich eine Brücke bauen. Beziehungsweise eine Schleuse. Brückenköpfe nicht auf einer Höhe. Ja, genau. Und das Ziel muss eigentlich sein, dass ich im Prinzip, ich sag mal, Ende November im Hinblick auf Weihnachten und Neujahr und sowas für den gesamten Dezember plus vielleicht die erste Januarwoche aufgenommen haben will. Das, was ich mir so ein bisschen vorgenommen habe. Ich meine, gut, bei Sweet Transit, was ja bloß alle 2 Tage kommt, ist es ja am einfachsten. Ja, bei OpenTND, was ja jeden Tag kommt, außer Sonntag, da kann es dann sein, dass viel, oder ich lasse das ganz weg, dann doch ganz weg, dass diese ganzen
Zusammenfassung, also diese ganzen Komplettaufnahmen, dass die dann eventuell nicht kommen, jetzt in den nächster Zeit. Oder ich lasse die ganz weg vielleicht. Die Nachfrage war jetzt doch nicht so riesig. So, da haben wir eine Intro-Musik. Wo war ich stehen geblieben? Ja, diese Zusammenfassung, also diese Komplettaufnahmen hochladen, weil ich habe mir nämlich so überlegt, in der Zeit, in der so eine Aufnahme rendert und auch hochlädt, da könnte man eigentlich schon was anderes wieder aufnehmen oder sich zum Beispiel die Zeit sparen, wenn man irgendwie an einem Wochenende beide Spiele aufnehmen will. Wie gesagt, Freitag hatte ich ja Sweet Transit und jetzt zum Sonntag oben TDD. Wenn das mit diesen langen Folgen, also mit diesen Komplettfolgenaufnahmen hochladen hier wäre, hätte ich oben TDD schon gestern am Samstag aufnehmen können. Ja, mal gucken, wo das noch hinführt. Es kam jetzt auch neu raus ein Spiel, das hieß Station to Station oder sowas. Da muss ich sagen, das sah erst ganz interessant aus und dann habe ich aber gesehen, habe ich mir mal ein Let's Play davon angeguckt und habe ich dann gesehen, dass mir das doch nicht so gefällt. Das ist eher sowas wie oben TDD für Arme, wo du halt bloß so Rätsel lösen musst, wie du das verbinden kannst. Und es ist halt nie so, dass du dann so eine riesige Welt hast zum Bebauen. Und da habe ich dann davon abgesehen, das zu kaufen, zu spielen, wie auch immer. So, der Frachter legt jetzt los. Ja, mal gucken, ob das passt überhaupt. Wie gesagt, hier unten müssen mehr Betriebsmittel entstehen. Ach so, hier war noch ein Wald. Und da gab es noch Früchte und Fasern. Das könnte man auch noch alles mitnehmen. Und Vieh und Wolle. Hier unten, ja, da haben wir noch Milch. Habe ich schon mal gesagt, dass ich das blöd finde, hier die... Was war es mit Milch? Warte mal, das waren doch die hier. Wie heißen die denn? Eine Kuh, ach, Kuhform. Ach, der Text ist so schlecht zu erkennen hier. So, die Hammer. Oder würde ich die zwei noch machen hier? Hier unten der Wald bietet sich ja auch an. Ja, wobei natürlich, dann müsste ich hier wieder landwirtschaftliche Betriebsmittel wegnehmen, damit das hier auch kommt. Aber hier muss doch mal irgendwie mal... Hier muss doch mal irgendwie mal Schnittholz hier in Überfluss mal kommen.
Das verstehe ich halt nicht. Na gut, wir ketteln den jetzt hier erstmal. Kann ich den Bahnhof so platzieren, dass dort beides... Obwohl, dann weiß ich wieder nicht, wie das dann mit diesen landwirtschaftlichen Betriebsmitteln ist. Ob die sich das dann klauen oder ob das dann fair aufgeteilt wird. Nee, machen wir es mal so hier am besten. Weil bei der Strecke würde vielleicht auch ein LKW reichen am Ende. Nee, komm, wenn dann richtig hier mit dem Zug. Wie viel konnte der Karren? 270. Ich glaube, da bietet sich fast schon ein zweites Schiff an. Wobei das ja wahrscheinlich an der Stelle sowieso sinnvoller, wenn dort kleinere Schiffe ankommen, die hier öfters anfahren und vielleicht nur eine kleine Menge anbringen, als wenn dann die ewig auf ein großes Schiff warten. Weil ich meine, die laden ja hier auch nicht so die Masse an Zeug. Wenn ab und zu mal ein kleineres Schiff kommt, dann ist das bestimmt sinnvoller. So, jetzt muss ich ja irgendwie hier dran vorbei bauen. Oder komme ich oben rum? Machen wir es so. Ja. Die pflege ich immer zu sagen, nicht schön, aber selten. Achso, jetzt muss ich trotzdem hier wieder ein Stück runterbauen. Das war falsch. Bei Voxel Tycoon geht die Entwicklung auch nicht weiter, aber ja, ob man da irgendwie nochmal eine Staffel reinschmeißt, macht, weiß ich jetzt auch nicht so wirklich. Und bei Bock hätte ich da irgendwie schon ein bisschen drauf. Muss ja jetzt nicht eskalieren.